jetzt darf ich zu mir hochbitten den DEW-Präsidenten Franz Reindl. Servus. Kein Sachse, sondern ein waschechter Obermeier, gebürtiger Garmischer. Ich glaube, zum Franz braucht man nicht viel sagen. Die Zahlen sprechen für sich. Echte Koryphäe im deutschen Eishockey. 669 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse waren es, glaube ich. 183 Länderspiele, dreimal bei Olympischen Spielen als Spieler dabei. Insgesamt waren es, glaube ich, 8 Olympische Spiele in diversen Funktionen, dann auch als Funktionär. 27 Weltmeisterschaften als Spieler, Trainer, Co-Trainer und so weiter. 4 Jahre auch beim Sportbund Rosenheim aktiv als Spieler in der höchsten deutschen Spielklasse und Präsident des Deutschen Eishockeybundes seit jetzt fast 1,5 Jahren, seit Juli 2014. Also ich glaube, einen besseren Kenner des deutschen Eishockeys, der deutschen Eishockeyszene, den könnte man nicht hier haben heute. Deswegen freuen wir uns, dass Sie da sind. Und ja, also in der Vergangenheit war es ja so, dass deutsche Eishockey hat, also ich formuliere es mal so, mehr negative als positive Schlagzeilen formuliert in den letzten Jahren. Und da ging es natürlich auch sportlich, um sportliche Gründe, wirtschaftliche Gründe. Mit welchen Visionen für das deutsche Eishockey sind Sie angetreten hier im DEW-Präsidium? Was waren und sind die Ziele, die Sie sich gesetzt haben? Ja, erstmal von meiner Seite auch nochmal guten Abend, danke für die Einladung. Ist für mich wie Heimkommen ein bisschen. War 4 Jahre da in Rosenheim und habe eine super Zeit verlebt, super Erfolg gehabt, ganz ein tolles Umfeld und bin immer wieder bewegt, wenn ich herkomme und das mache ich ganz gern. Auffällig ist, dass sich nichts verändert hat oder fast nichts am Stadion. Das ist ein bisschen auffällig. Aber ich habe mich stark verändert, wenn ich so ein Spiel schaue. Und das Stadion ist fast gleich. Aber das ist nur eine kleine Anekdote am Rande. Ansonsten danke für die herzliche Begrüßung. Ich glaube, dass der René Rodori schon einen sehr professionellen Vortrag und eine sehr professionelle Informationen gegeben hat. Das war ganz toll. Und ich selber bin als Präsident hier jetzt und fühle mich überhaupt nicht so. Ich fühle mich immer noch als Spieler, wenn ich nach Rosenheim zurückkomme. Die Visionen, das ist ja ganz klar. Eishockey hat ein riesiges Potenzial in Deutschland. Das sieht man bei Großevents, wie vorher jetzt das Event Game angesprochen in Dresden oder das Spiel bei der Weltmeisterschaft 2010 auf Schalke mit 80.000 Zuschauern. Oder andere Großevents, das Wintergame der DEL, da sieht man einfach das riesige Potenzial. Wir sind halt medial in Deutschland regional vertreten, pro Standort, läuft es irgendwo gut, dann ist in den Medien auch gut in dem Bereich, wo der Erfolg stattfindet. Überregional findet Eishockey nicht so sehr statt, bis überhaupt nicht. Und das ist natürlich unser Problem, das wir haben. Und das geht letztlich nur über den Erfolg der Nationalmannschaft. Und deswegen bin ich glücklich, dass wir gemeinsam eine Vision auf die Beine gestellt haben. Wir sagen dazu Powerplay 26, wir fassen da alles zusammen und sagen, der Sport im Vordergrund, der Streit muss beendet sein. Wir haben den Streit unter den Organisationen beendet. Die DEL, die DEL2, auch die Landesverbände, wir haben neue Strukturen geschaffen. Wir haben es geschafft, nach fast 30 Jahren die Verkrustungen zu lösen. Das muss man sich vorstellen, wie in so einem richtigen Schweinsbraten mit der dicken Kruste. Und da durchzuschneiden ist nicht ganz einfach, braucht man sehr, sehr scharfes Messer. Das haben wir angesetzt. Und die Vision heißt, Streit beenden und sich um Sachthemen zu kümmern. Das sieht man jetzt an der vorgegangenen Diskussion, dass das so ist. Und da bin ich ganz glücklich darüber, dass man diesen Streit beendet hat. Die Eishockey-Familie wieder vereint ist an einem Tisch. Deswegen ist nicht immer alles super, das ist ganz klar. Aber man sitzt an einem Tisch und kann dadurch Dinge koordinativ auf den Weg bringen. Das war das Strukturelle. Im wirtschaftlichen Bereich ist es so, dass du natürlich einen starken Dachverband brauchst. Weil sonst geht ja überhaupt nichts. Und da war der Dachverband natürlich bedingt durch die sehr, sehr schlechten Zahlen der Vergangenheit. Bei unserer Übernahme, kurz vor Ladenschluss, würde ich jetzt mal so salopp sagen,
Das haben wir auch geändert. Wir haben den Turnover geschafft. Wir sind nicht über den Berg, aber der Silberstreif am Horizont ist gut sichtbar, auch im wirtschaftlichen Bereich. Insofern können wir da zurückgreifen auf eine super Zusammenarbeit mit der DEL, mit der DL2. Wir sind auch mit der Oberliga auf einem guten Weg. Wir haben momentan 29 Vereine der Oberliga, heißt knapp 30 sind also regional aufgestellt in ganz Deutschland. Das hat sich auch bewährt. Wir haben sogar in der Oberliga Nord mit den Tilburg-Trappers einen holländischen Vertreter da, der momentan sehr, sehr gut mitspielt. Das hilft auch unserem Image sehr. Und dann ist das Powerplay-System natürlich, oder das Konzept, die Vision, aufgebaut auf dem Nachwuchs, auf der Nachwuchsarbeit. Und dort haben wir natürlich mit dem Schritt der sogenannten Vereins- und Talentförderung vor Ort einen wesentlichen Teil geändert. Das heißt, wir machen nicht nur zentrale Maßnahmen als Deutscher Eishockeybund, sondern wir senden all unsere Trainer, und wir haben einige mehr eingestellt, zu den Vereinen. Wir helfen einander, wir versuchen neue Strukturen zu entwickeln und vor allen Dingen die Nachwuchsarbeit zu fördern. Und das ist natürlich klar, dass dann am Ende das Ziel steht von Powerplay 26, wir wollen irgendwann mal, 26 wäre es ideal, konkurrenzfähig in der Welt mitspielen. Es ist jetzt so in Deutschland, es war selbst Nationalspieler, der Ernst, es ist ja auch hier, es ist, man findet ab und zu 23 super Spieler, die am Jahresende sich treffen oder Saisonende zur Weltmeisterschaft fahren, und die können es schaffen, ganz oben zu sein. Ganz hervorragend zu spielen, wie bei der WM 2010 bis ins Halbfinale zu gehen und sogar an der Tür zum Finale so richtig mal so fest anklopfen. Aber wir können auch absteigen. Und das ist diese Fahrstuhleigenschaft unserer Sportart im internationalen Bereich. Das ist etwas, was wir, und das meine Vision persönlich ist, aber auch die Vision unserer ganzen Organisationen, dass wir das abschaffen. Und es geht nur über den Nachwuchs, und es dauert. Und du hast ja die Spieler, die 26 uns vielleicht um eine Medaille spielen lassen sollen oder wollen, die haben wir ja schon. Das gibt es ja schon. Das heißt, wir können durch harte, konzentrierte Arbeit, wir können es schaffen. Dass du natürlich daneben den kurzfristigen Erfolg brauchst und die Nationalmannschaft gewinnen musst, ist klar. Und da haben wir den Marco Sturm, wir haben neue Köpfe, wir haben neue Trainer installiert, wir haben einen absolut neuen Schwung in der gesamten Arbeit. Und der Marco konnte seine erste Aufgabe bewältigen mit dem Deutschlandcup und da gute Ergebnisse erzielen, und mit dem Gewinn des Deutschlandcups, das war schon mal ein ganz guter Anlass. Das heißt, wir haben langfristige Visionen, aber da verlierst du natürlich den Blick nicht für das Kurzfristige, und da müssen wir uns verbessern. Wir sind aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft 13. in der Welt. Die Franzosen sind 12. nur dass man sich ein bisschen orientieren kann. Und wir sind bei den Frauen und sind 13. in der Welt und hoffen natürlich bei der nächsten WM, dass wir ein bisschen nach vorne kommen wieder. Wir sind bei den Frauen abgestiegen, sind 7. in der Welt, aber abgestiegen. Wir sind bei der U20 abgestiegen, wir sind in der zweiten Liga. Wir sind mit der U18 abgestiegen, sind in der zweiten Liga. Und das muss man halt alles mal sehen. Das Gute daran ist, dass es nur nach oben gehen kann, und deswegen bin ich da eigentlich gar nicht so unglücklich darüber. Wir werden es schaffen. Wir haben jetzt schon im Dezember die U20-WM in Wien. Der Marco Sturm und der Christian Künast werden versuchen, mit der Mannschaft wieder aufzusteigen. Sodass wir sagen, wir haben Visionen, wir haben ein Ziel, und wir haben auch den Weg beschrieben und klar festgelegt, zusammen mit den Clubs in Deutschland, wie wir ihn erreichen können. U20-WM auch mit zwei Spielern des Doubles Rosenheim. Und welche Rolle spielen die Star Wars Rosenheim innerhalb dieses Konzept für Sie bei Powerplay 24? Wie sehen Sie den Standort Rosenheim dabei? Powerplay 26 hat man schon wieder 2 Jahre weggenommen, aber das sind 2 Jahre zu schnell. Aber Rosenheim als Standort ist natürlich für uns, nicht weil ich jetzt da bin, sondern das ist ein wichtiger Standort, weil immer wieder hervorragende Spieler aus der Rosenheimer Nachwuchsarbeit hervorkommen. Und Rosenheim und Freiburg sind die einzigen zwei Vereine, die es noch gibt, in der Rechtsform als Verein in der Profiliga teilnehmen, und die Organisation ist für uns immer noch vorbildlich. Wir glauben, dass Rosenheim, so Standort in Rosenheim, ist ja einer der letzten Traditionsstandorte, der
die Fahne noch so richtig hochgeht. In anderen Standorten, die Füssen, auch Garmisch, auch wenn ich daher bin, da geht es natürlich schon im Nachwuchsbereich katastrophal nach unten. Und es gibt natürlich andere Standorte, moderne, neue Standorte, die muss man auch München dazu zählen, die erheblich investieren in den Nachwuchs, in Nürnberg, in Düsseldorf, in Mannheim, in Hamburg. Es passiert überall viel, auch in den DL2-Standorten, sodass wir da schon eine positive Stimmung haben. Und Rosenheim ist immer wieder ein Verein, der dann in solchen Dingen als positiver Standort genannt wird. Und das ist, glaube ich, ein Kompliment an die Verantwortlichen hier, die hier hervorragende Arbeit leisten. Jetzt habe ich vorher gesagt, ich frage den Franz Reindl auch zu seiner Meinung, Einbürgerung, inflationäre Einbürgerung ausländischer Spieler an manchen Standorten. Wie sehen Sie das auch im Hinblick auf die Nachwuchsförderung? Jetzt muss ich da präsidial antworten, das ist ja klar. Und wir sind ein Verband, der keine Einbürgerungen betreibt. Wir leisten da keine Hilfe, wir betreiben das nicht. Unser Ziel ist die Nachwuchsarbeit und die Verbesserung der deutschen Spieler. Aber die Gesetzeslage ist, wie sie ist. Und ich bin froh, dass der Deutsche Eishockeybund nicht mehr die Institution ist, die darüber zu entscheiden hat, ob jemand einen deutschen Pass bekommt oder nicht. Da gibt es ja diese Schäferhund-Geschichten, das ist alles nicht in unserem Bereich. Und das machen die Einbürgerungsbehörden, die sind dafür ausgebildet. Die machen das und in der Globalisierungszeit, in der heutigen Zeit ist es sehr, sehr gefährlich auch, wenn man hier zu sehr negativ sich äußert. Ich bin ein totaler Verfechter vom Profisport. Ich glaube, dass der deutsche Spieler sich durchsetzen muss, dass die Ausbildung besser sein muss, dass er sich selbst die Aufgabe stellt. Ich bin ein totaler Verfechter der eigenen Stärke, und wenn du stark bist als deutscher Spieler und nicht nur spielst, weil du Deutscher bist, sondern weil du auch die Leistung bringst, da appellieren wir an unsere Spieler, sich selbst auszubilden, sich der Leistung und der täglichen Arbeit, der täglichen Trainingsarbeit zu stellen, und wenn du einen Platz brauchst in der Mannschaft, dann musst du ihn dir halt holen, und da gibt es ja im Eishockey zum Glück auch die körperliche Möglichkeit. Machen Sie die Frage zum Thema mediale Präsenz, vor allem im überregionalen Fernsehen. Das war mal ganz anders. Ich kann mich erinnern an das Viertelfinale bei Olympischen Spielen, wo Peter Dreiser ins Penalty auf der Linie liegen geblieben ist. Dafür ist die Tagesschau unterbrochen bzw. verschoben worden. Wäre heute undenkbar. Was ist der Grund, dass das Interesse bei den Fernsehanstalten am Eishockey so extrem nachgelassen hat, und wie kann man dem entgegensteuern? Ich bin wirklich der vollen Überzeugung, dass es an uns selber liegt. Weil wenn wir Erfolg haben in der Nationalmannschaft und international auftreten und einen großen Erfolg haben, werden wir auch, das ist ja auch bewiesen, die Zahlen sind ja so, wenn du die Zahlen anschaust in 2010, als wir im Halbfinale gespielt haben oder auch im Viertelfinale gegen die Schweiz, waren die Mediadaten unglaublich. Und im Halbfinale gegen Russland waren sie höher als damals, als der Dreiseitel das Tor nicht geschossen hat. Das ist einfach so. Es ist der eigene Erfolg. Der Erfolg der Nationalmannschaft ist das Zugpferd für die Sportart. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir uns als Eishockey-Familie wieder geeint haben und dieses Ziel auch verfolgen, die Vision verfolgen. Und wenn wir es schaffen, für Schlagzeilen zu sorgen im Sport, dann werden wir auch den Platz gewinnen im medialen Bereich. Und da müssen wir dran arbeiten. Wahrscheinlich ganz großes Thema in im Hinblick auch die Weltmeisterschaft 2017. Bevor wir darüber reden, haben wir, glaube ich, einen Trailer mit dabei, wo wir uns mal kurz drauf einstimmen, und dann fragen wir den Franz Reindl noch ein paar konkrete Sachen dazu, beziehungsweise werden uns wahrscheinlich auch einige Sachen dazu erzählen wollen, welche Rolle dieses Event spielt. Dann sage ich mal ganz traditionell Mats ab.
Reinl, was haben wir da gesehen? Auf was dürfen wir uns freuen? Welche Herausforderungen stehen für das deutsche Eishockey für den DEW 2017 an? Ja, die 2017 IHF-WM, wie sie heißt, ist natürlich für uns ein Meilenstein, ist eine Möglichkeit, aus der regionalen Präsenz, wie wir vorher besprochen haben, rauszutreten in die Überregionale. Ich will ganz kurz auf das Logo eingehen. Das Logo der WM, wer sich im Eishockey auskennt, das Logo spiegelt unseren verstorbenen Torhüter Robert Müller. Der ist dort verewigt in dem Logo. Es ist uns gelungen, dass wir zum ersten Mal in einem offiziellen Logo auch einen Spieler tatsächlich mit einem Foto in einem Logo integrieren. Und das war der Robert Müller wert, das wollte ich hier erwähnen, weil er ja auch von hier stammt. Und das ist erst einmal eine ganz, ganz eine tolle Aktion, die uns da gelungen ist und den Robert da verewigt haben. Und das andere ist natürlich Zusammenarbeit mit unserem französischen Partner hat gerade in der heutigen Zeit natürlich eine besondere, ja, in den letzten Tagen auch Präsenz bekommen. Wir arbeiten ganz toll mit den Franzosen zusammen, wir haben ein Konzept gemeinsam entwickelt, haben uns gemeinsam beworben für die Durchführung der WM und haben sie auch gemeinsam bekommen. Das heißt, wir werden dort in Paris spielen, in der großen Paris-Bercy-Arena und in der Arena in Köln. Und zwei Länder, zwei Nationen, zwei Stadien, aber eine gemeinsame Organisation. Das erwartet uns dort und ich glaube, dass das ein Highlight wird für uns alle. Auch für die Franzosen natürlich, die noch nie eine WM in dieser Größenordnung organisiert. Okay, ich kann mir vorstellen, da wird es noch die eine oder andere Frage geben zur WM 2017. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf unseren Standort, Standort Rosenheim. Der Erich Künhagel, der hat vor ein paar Tagen mal im Fernsehinterview gesagt, dass es die Traditionsstandorte hier in Deutschland, die eine gute Nachwuchsarbeit leisten, in Zukunft sehr schwer haben werden, sich in der deutschen Eishockeylandschaft mit den Standorten in großen Städten auseinanderzusetzen und sich durchzusetzen und sich zu behaupten. Teilen Sie die Meinung? Ja, wenn wir jetzt zum Jammern anfangen und zum Weinen, dann werden wir nicht weiterkommen. Und der Hinweis alleine genügt ja nicht. Du musst ja auch versuchen, mit den Standorten zusammen, mit den Vereinen zusammen, Konzepte zu entwickeln, dieses zu verbessern. Und ich glaube an die Sogwirkung des Sports, an die Sogwirkung des Eishockeysports. Denn Eishockey hat in Deutschland Tradition. Und die Standorte, die wir haben, sind gut. Es ist ja nicht alles schlecht. Wir haben Eisstadion, wir haben eine Wirtschaftskraft, wir haben viele Vereine, viele Organisationen, die sich kümmern. Also ich bin da eher positiv eingestellt. Ich muss Ihnen auch sagen, dass wir das Problem der Nachwuchsakquise, das haben andere Sportarten auch, und wir in Deutschland, im Besonderen im Eishockeysport, weil hier Eishockey ist teuer, hat Rahmenbedingungen, die anders sind als woanders, aber ich kann Ihnen auch sagen, dass dieses Problem nicht nur in Deutschland ist, sondern weltweit. Die Akquise von Nachwuchsspielern ist ein Problem für alle Sportarten und ist nicht nur national, sondern international. Wie kann man so ein Problem entgegenwirken? Gerade bei einer teuren Sportart wie Eishockey, da gibt es weite Fahrten, da gibt es teure Ausrüstungskosten, Infrastrukturkosten. Wie kann man dem entgegenwirken? Das ist natürlich von Standort zu Standort unterschiedlich. Die Bedingungen sind unterschiedlich, die Möglichkeiten der Finanzierung sind unterschiedlich. Es gibt mehr Leistungszentren jetzt in Deutschland, die sich um diesen Problemkreis kümmern. Es gibt viele Vereine, die tolle Nachwuchsarbeit leisten, besonders im Beginnerbereich. Aber es gibt natürlich auch Standorte, die ein wenig wegbröckeln von dem Ganzen, hatten wir vorher schon gesagt. Und das Konzept geht ja nur von unten nach oben. Aber wenn du oben keinen Erfolg hast, wird es keine Idole geben und du kannst dann auch keine Ziele setzen für den Nachwuchs. Und deswegen ist der Sport das Wichtigste. Und das Ziel muss die Nationalmannschaft sein und die Nationalmannschaft muss eine bedeutende Rolle spielen wieder. Dann wirst du auch wieder Nachwuchsgewinner. Jetzt auch die Frage noch an den DEW-Präsidenten zum Standort Rosenheim. Was ist das Herausragende, das Besondere am Standort Rosenheim aus Ihrer Sicht und wie wichtig ist er für das deutsche Eishockey? Ja, ich bin ja vorher schon darauf eingegangen. Ich denke, dass insbesondere die bayerischen Standorte eine Vorreiterrolle hatten in Deutschland. Insgesamt gesehen haben
haben wir da ein bisschen verloren. Rosenheim ist ein Standort, der diesem Trend nicht gefolgt ist. Es gibt immer wieder gute Nachwuchsspieler, die die DNL-Mannschaften anschaut. Wenn man im Schülerbereich schaut, da gibt es immer wieder hervorragende Talente. Auch jetzt wieder sind Talente in Rosenheim, die möglicherweise die Nationalmannschaft U20 vertreten in Wien. Das wird letztlich der Christian Künast entscheiden. Und deswegen ist für uns der Standort Rosenheim, ich kann es nur betonen, äußerst wichtig und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir werden auch in Zukunft wieder enger zusammenrücken mit dem Standort Rosenheim und versuchen, dass man mehr miteinander wieder redet und wieder arbeitet.